Herzlich willkommen zum 2015er. Ich drehe mich mal um. Herzlich willkommen zum 2015er Dampfertreffen. Wie letztes Jahr schon angekündigt, hier findet dieses Dampfertreffen am Neon Museum im Boneyard Park, im gigantischen Boneyard Park statt. Ja, es ist ein bisschen windig. Hier hinter sehen wir das Zeichen, damit auch jeder Las Vegas-Indianer unser Dampfertreffen 2015 findet. Und ja, es ist also eine Person hat sich eingetroffen. Ich glaube, der pisst dahin gerade an den Zaun oder so, keine Ahnung. Ein Dampfer ist da. Da sehen wir ihn. Der hat sich das da gerade auf der Bank mit seinen Dampfartikeln gemütlich gemacht. Vielleicht ist das auch ein Händler. Ich weiß es nicht. Ich werde mal aus diesem fantastischen Boneyard Park rausgehen, rauswandern, rausdampfen sozusagen mit meiner Dampfmaschine und mal zum Auto stiefeln, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Wind meine Tonaufnahme ruiniert. So, gehe ich mal wieder zu meinem Auto. Hier ist der Boneyard Park, hier wird nachher dieses gigantische Dampfertreffen stattfinden. Ich bin auch ein bisschen früh da, deswegen auch erst ein Dampfer hier vorne vor Ort, den ich euch gerade gezeigt habe. Grillstände sind noch nicht aufgebaut worden, Schweine, die gedostet werden, aber der liebe Gott hat das Dampferwetter eingeschaltet. Und zwar 85 Grad Fahrenheit, also ganz angenehm. Ist wieder schön warm geworden. So, nun gehe ich wieder in mein Auto rein. Und dann videorisieren wir hier mal weiter. Eine fantastische Location mit jede Menge Parkplatzmöglichkeiten. Hier seht ihr das. Also hier können die ganzen Dampfer wunderbar parken. Und die Butchis sind auch schon zugegen, aber die werden gleich nachher nach dem großen Dampfer-Event wahrscheinlich tot auf dem Boden liegen. Mit einer Nikotinvergiftung. So. Bös warm hier. Aber das richtige Dampferwetter sozusagen. Neben mir sitzt auch schon im Wagen neben mir die Security. Wenn ihr mal gucken wollt, liest gerade Zeitung. Die große Security. Den gerade drehen. Ja, meine lieben Freunde, hier findet das große 2015er Las Vegas Dampfergrillen statt. In Deutschland, habe ich gehört, soll es auch wieder ein hirnloses Dampfergrillen geben, wo die ganzen stark Nikotinsüchtigen zugegen sind und die ganzen Geltungsbedürftigen zugegen sind. Also viele YouTuber oder sagen wir mal eigentlich nur YouTuber, die sich denn da die Klinge in die Hand geben und der eine den anderen wieder interviewt und wieder so richtig hirnlos. Also hier in Las Vegas läuft es anders. Der erste Dampfer ist schon da mit seinen Dampfartikeln, habt ihr ja gesehen, in dieser Plastiktüte. Oder habt ihr nicht gesehen, ne? So, für einen Dampfergrill gehört sich das natürlich auch, dass man schon mal vorglüht. Das tue ich ja auch mit Rootbier, wie ihr seht. Ja, muss ja auch sein, ne? Also, ein Dampfergrillen ohne Bier ist ja schon mal gar nichts, ne? Ach, aber Rotbier mit Kaugummi geht gar nicht, ne? War vorhin nochmal im Walmart. Hab nochmal fürs Dampfergrillen so ein paar Sachen geholt, wie zum Beispiel zwei Tüten Jelly Beans, Zahnpasta, Mundspülung. Aber nur eine Reise. Die haben ja hier Mundspülung. Das ist ja 5 Liter Kanister Listerin, ne? Also geht gar nicht. Da wollte ich das kleinste suchen, das waren glaube ich schon 2 Liter, ne? 2 Liter. Ich bin jetzt gerade nochmal. Heute ist Samstag, Freitag hau ich hier wieder ab. Ihr braucht nicht 2 Liter Listerin. Das kann ich, so viel kann ich gar nicht saufen. Ne? Habe ich mir so eine Reise-Listerin, also sowas, so eine Reisegröße geholt, die dann 5 Tage reicht. Ne? Und mal abends vorm Schlafen gehen, das hat mich immer gestört hier, die Zähne mal auszuspülen. Ne? Also zu spülen, zu desinfizieren sozusagen, am Zähneputzen. Ne? Ist ja nicht schlecht, wenn ich meine Schiene dann reinpacke. Ne? Ja, was gibt es sonst zu sagen, außer dass ich hier mal Fenster aufmachen muss. Boah, ist das warm. Ich mach mal beide Fenster auf, dass hier. Oh, dass hier ein bisschen Durchzug ist. So. Jetzt hört man natürlich wieder die Butchis. Läuft die Kamera noch? Ja, läuft noch. Security ist ja auch. Die Security Lady hier nebenan. Ich kann euch mal zeigen.
Aber ich kann es nicht zeigen. Das bringt nichts. Die Security-Lady ist nicht die einzige. Hier ist mehr Security. Die passen natürlich auf, dass den Dampfern beim Grillen, also nicht, dass die Gieser irgendwie Schnauze hauen. Sowas wird es wahrscheinlich hier nicht geben. Eher läuft das Ganze eher auf Erschießungsbasis, dass die Dampfer sich nicht gegenseitig erschießen. Das ist mein Dampfen. Das wird ein fantastisches, ein rauschendes Fest. Der erste Besucher, wie gesagt, schon da. Also mit mir zusammen sind wir schon zwei Dampfer. Zwei seriöse Dampfer, was natürlich schon jedes und auch alle zukünftigen Dampfertreffen in Deutschland toppen wird. Weil seriöse Dampfer gibt es da nicht. Da gibt es nur Händler, YouTuber, also Kranke, Dampffaschisten, also die total Gestörten, also die kein Leben mehr haben, deren Frau und Freundin und Kinder weggelaufen sind. Ja, wir sind auch ein paar YouTuber von denen dabei, die Entscheidung nehmen, weil die Frau gesagt hat, ey, entweder hörst du auf, also die Dampfe oder ich. Und dann hat der Dampfer gesagt, die Dampfe. Ja, und ist die Alte abgehauen mit Kinn und Kegel. Ne? Ja, ihr hört schon hier, die Butschis geben hier Vollgas. Die sind aber auch bewusst hier eingesetzt worden, weil damit die Leute es leichter finden. Die sind so wie die Signalhörner sozusagen, wie die Leuchttürme, bloß eben akustisch. Ja, also deutsches Dampfergrillen. Ich weiß nicht, 2015 soll es auch in Deutschland wieder ein Dampfergrillen geben. Und wie gesagt, nur your lady. Und Schwersüchtige sind dort am Start. Also wenn ihr dorthin fahrt und ihr wollt richtig arme Schweine sehen, fotografiert sie. Fotografiert sie für die Nachwelt. Sie wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange leben, weil das Gehirn, erst verblödet man ja und dann stellt das Gehirn um auf Stammhirnfunktion. Ingo mäßig. Also, ja, also diese. Achso, übrigens, da habe ich auch noch eine gute Geschichte. Ingo habe ich mir mal sein. Ja, bei YouTube da seine History da mal angeguckt, was er so toll findet und was er positiv findet. Das kann man ja bei YouTube machen. Und er ist da ja kein Kind von Traurigkeit. Und er hat natürlich so diese ganzen Schlampen. Er ist so ein Typ, der so auf YouTube Softporno steht. Also so Weiber, die so, ja, Schlampen halten. Richtige Schlampen, so, wo sie ordentlich was zeigen, Dekolleté. So ein bisschen Titties zeigen, Arsch zeigen und sowas. Ich nehme an, diese Videos guckt er sich an, um dabei vom PC zu ordnieren. Solche Leute soll es ja geben. Und das ist dann... Da habe ich dann auch noch einen Kommentar unter geschrieben und es ist ein fantastischer Kommentar. Ich kann ihn ja mal einblenden. Ja? Wenn wir schon mal auf dem Dampfergrillen sind, muss es ja auch ein Dampfer-Thema geben. Die kann Deutsch. Also Ingo kann wahrscheinlich kein Deutsch. Wir wissen es. Er kann Deutsch, aber hat sich da wahrscheinlich so verstellt, dass man sich erkennt. Und dann hat er mir sozusagen... Er hat mir als Sandra geschrieben. Also ist das auch noch ein Mann mit einer gespaltenen Persönlichkeit? Übrigens, so sieht Ingo wieder aus. Man könnte ihn auch Birne nennen. Wir können ihn jetzt auch... Ab heute nenne ich den einfach Birne. Bloß eben, dass unsere deutsche Birne, die richtige Birne, natürlich auch ein bisschen was in der Birne hatte, ne? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, er hatte so eine Transformation durchgemacht, nachdem ich einen Kommentar untergeschrieben habe, wegen seiner Kinderstube und dass ich das toll finde, dass er da so einen Kommentar abgelassen hat. Und seine Frau hat dann da, also als Sandra, also er selbst als Sandra, hat er sich verkleidet, ist er zu den Damenschlüpfern gelaufen, die er sich bei eBay gekauft hat, zu den Gebrauchten, hat die sich angezogen, wahrscheinlich nur ein paar PAs von Aldi irgendwie umgezogen. Und dann ist die Transformation in die Sandra, wurde dann durchgeführt. Und dann hat er unter Sandra geschrieben, sogar in relativ sauberen Deutsch. Also da hat er sich dann diesmal im Griff gehabt. Da ist seine Tarnung so ein bisschen aufgeflogen. Das, ja, auch wieder so ein Hirnkommentar. Ne? Den brauche ich noch nicht mal einblenden, so schwachsinnig ist der. Ne? Hier von wegen mit Kleinwüchsigen, dass ich was gegen Kleinwüchsige habe. Und ich wahrscheinlich Kleinwüchsig, ich weiß es nicht. Ich meine, ich finde Kleinwüchsige ja niedlich. Also als Standgebläse, so als, gerade als Frau, ne? find ich geil, das ist praktisch. Ne? Aber für die Größe kann kein Mensch was. Ich bin ja nun auch ein bisschen kleinwüchsig mit meinen 178 cm, ich war mal 1,80. Aber da fing ich mit den Dampfen an und seitdem zum Glück keine Gehirnschrumpfung, aber eine körperliche Schrumpfung hat stattgefunden, was auch noch ein Nebeneffekt ist bezüglich des Dampfens. Ich nehme an, nachher, wenn die Bude hier voll ist, ich zeige euch das nochmal. Also hier findet nachher das Spektakel statt. Das Dampfergrillen Las Vegas 2015.
Wenn die Bude nachher hier voll ist, dann werden wir hier wahrscheinlich nur kleinwüchsige, Obdachlose und sonstige Koryphäen der Menschheit erblicken können. Es wird eine Riesenparty. Ich trinke mich ja auch schon gerade in Stimmung mit meinem Rootbier. Ich drehe danach nochmal eine Runde. Nein, keine Angst, Rootbier ist nicht alkoholisch. Das ist ein Soda. Habe ich hier auch meine letzte Pulle weggedampft. Ich habe kein Rootbier mehr. Muss ich mir dann nochmal neu nachbestellen, das Aroma. Ja. Ja. Ein Dampfschlamm sondergleichen sozusagen. Ihr kennt es. Also das sind ja so die Koryphäen des Dampfens. Und das sind so die Typen, wo ich sagen würde, Deutschland muss das Dampfen eigentlich komplett verbieten. Weil ich habe das bei mir im Forum auch schon geschrieben, das begreifen viele nicht. Ich muss da jetzt mal so ein politisches Statement, das werde ich wahrscheinlich nachher hier auch noch auf der Bühne, also auf der Bühne und meine Palme, ich werde nachher auf die Palme raufklettern im Affenkostüm. Hier vorne ist eine Palme, wie ihr das seht. Ja, das ist unser Entertainment-Sender hier, für die Dampfer. Ne? Da machen wir nachher so Sachen wie Bungee-Springen. Ne? Da kommen nachher ein paar Gummibänder ran und dann klettern wir auf die Palme und springen dann da runter. Ne? Und so Gottes will, wird der Dampfer mich mit dem Schädel auf den Beton aufschlagen. Aber auch wenn er aufschlägt, obwohl das ist ein Amerikaner, da wäre es natürlich schade drum. Eigentlich müssten hier deutsche Hardcore-Dampfer und YouTuber Bungee-Spring machen von der Palme. Wo war ich stehen geblieben? Bei der Palme, jetzt muss ich mal überlegen, jetzt habe ich den roten Faden genommen. Ach ja, mit dem Verbot, ne? Also normalerweise finde ich, ich mache mal außen wieder an. So, wieder neu außen angemacht. Also normalerweise finde ich, Dampfen muss aus folgenden Gründen verboten werden. Erstens, ich habe nun in meiner langjährigen Dampfer-Suchtkarriere, die sich aber nach Jahren dafür, dass ich mit sowas hier rumrenne, noch wirklich der Normalität entspricht. Und ich dampfe auch nicht so unbedingt super viel hier, weil ich auch noch mal ein paar andere Sachen beschäftigt bin, weil mein Dampfleiden, mein Suchtdruck ist zum Glück nicht ganz so groß. Allerdings, nun kommen wir mal zu den Problemen, die ich nachher hier auch ansprechen werde bei meiner großen Ansprache. Auf der Palme, an der Palme im Affenkostüm, an die Amerikaner, in meinem gebrochenen Englisch, werde ich dann quasi Folgendes thematisieren, und zwar die Dampfsituation im Vergleich zu den USA. In Deutschland. Die Dampfsituation hier in den USA ist eine ganz spezielle. Und zwar, hier gibt es ganz, ganz viel Dampfer. Also seit letztem Jahr, das hat enorm zugenommen, aber die laufen alle mit kleinen Stängeln rum. Und ich habe nur einen einzigen gesehen, das ist so die Tretbrot-Fraktion gewesen, der im Stratosphäre mit seinem riesen Laserschwert rumrannte. Also da guckt die Security schon so ein bisschen komisch, weil das Ding kann man schon fast als Waffe einsetzen. Ne? Und also da wird jetzt meine Security-Tante, die hier immer noch nebenan am Rumlesen ist. Ich halte das mal vorsichtig so, drehe ich mal, nicht, dass sie sich angepisst fühlt. So, gehe ich mal wieder so. Na? Also nur ein so ein Tretboot-Prügel, Heini war dabei. Das sah auch so ein bisschen aus wie Tretboot. Aber egal, ich dachte erst, es wäre Tretboot. Ich denke, scheiße, Urlaub versaut. Nein, war Tretboot zum Glück nicht. Und ja, da rannte damit so ein riesen Prügel rum. Aber ansonsten sieht man hier in den USA quer durch die Bank normale Dampfer. Wobei ich schon mit meinem Weber Shark schon, glaube ich, schon zur extremeren Fraktion gehöre. Ne? Mit dieser Größe hier. Da bin ich schon mit einer der Größten. Also die Amerikaner, die stehen eher auf normales Dampfen. Ne? Sag ich mal so, das, was ich so beobachte, die normalen Amerikaner. Sie werden sicherlich hier auch so eine Extremisten-Faschisten-Szene haben, so wie wir in Deutschland das ja nur in der Dampfer-Szene haben, diese Extremisten-Faschisten-Szene. Komme ich gleich zu. Meine lieben Dampfer. Und Dampfgriller. Vollidioten. Ja, ich würde mich jetzt wieder ordentlich unbeliebt machen bei den Dampfern, aber das macht nichts. Dieses Recht nehme ich mir halt raus und diesen Luxus kann ich mir erlauben, als einer der, wahrscheinlich als einziger Dampfer. Also, wir versuchen mal die Situation hier in den USA, habe ich ja gerade so ein bisschen beschrieben. Na gut, okay, für die paar Wochen, die ich ja nun hier bin, das ist nur nicht repräsentativ. Ne? Aber die meisten, die ich ja sehe, bleiben auf dem Teppich und da würde ich sagen, dampfen normal. Ne? In Deutschland ist es so,
Die meisten, die man dort sieht, die fangen sehr schnell an. Es kann natürlich auch mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Wir wissen vor 80 Jahren, da gab es ja mal einen bösen Onkel. Und viele, viele Deutsche fanden das gut. Naja, klar, solange man gewinnt, findet man das natürlich gut. Und jetzt, wenn man einen auf den Sack kriegt, dann sagt man, nee, ich war immer dagegen. Ne? Aber egal. Okay. Also bei den Dampfern ist es jetzt in Deutschland so, viele fanden das Dampfen damals ja auch gut. Ich fand das Dampfen ja auch gut. Mittlerweile schäme ich mich fast ein bisschen dafür. Na, hier in den USA zum Glück nicht, aber in Deutschland ein bisschen. Dampfer zu sein und Dampftuber-Videos gemacht zu haben. Weil ich natürlich mit meinen Videos dafür gesorgt habe, dass die Situation mit so ist, wie sie ist. Ja, könnte so sein. Normalerweise müsste ich meine ganzen Dampfvideos offline nehmen, löschen. Weil ich natürlich das Dampfen damit gehypt habe und das kann nicht in meinem Interesse sein, das Dampfen zu hypen schon, wenn man normal dampft. Aber das Problem ist halt, ich behaupte jetzt mal, 95% der Dampfer sind Geisteskranke. Faschisten, also Geräte und Dampffaschisten, denen es nur noch um Dampf produzieren geht, die pure Suchtbefriedigung und ja, den absoluten Wahnsinn halt. Ne? So, und das sind 95%. Und dann gibt es noch 5%. Normaler Dampfer. Diese 5% der normalen Dampfer konzentrieren sich in ganz Deutschland in meinem Forum. In ganz Deutschland. Wenn man in die anderen Foren guckt, da weiß man schon wieder, was da für Dampfer rumhängen. Da hängen nämlich keine normalen Dampfer rum, da hängen nur Bekloppte rum. Ne? Und ihr glaubt es nicht, ihr braucht nur reingehen und die Sachen lesen. Und wenn ihr den dritten Beitrag von so einem Irren liest, dann wisst ihr ganz genau, der ist irre. Das muss euch kein Arzt erzählen, das könnt ihr auch selbst rausfinden. Ne? Also die Leute haben richtig einen Hau weg, ne? Die sind nicht ganz dicht. Ne? Das sind auch alles in meinen Augen Dampffaschisten. Und es ist auch ganz gut so, dass es diese Dampffaschisten-Foren oder diese Foren für diese Hardcore-Dampfer in Deutschland gibt. So. Und schon wieder Security. Der guckt schon so, was macht der Kerl hier da in seinem Auto mit der kleinen Kamera. So. Und das ist ja auch in Ordnung so. Aber die normalen Dampfer, sag ich mal, die mit den normalen Geräten und die, bis auf ein paar Ausnahmen, treiben sich bei mir in meinem Forum rum. Also die habe ich so ein bisschen eingesammelt. Zum Glück habe ich diese vernünftigen Dampfer eingesammelt und somit ist mein Forum und auch die Zuschauer meines Dampf-Channels, behaupte ich einfach mal so, in Deutschland die einzigen normalen Dampfer, die nicht durchgeknallt sind. Ja, was bedeutet nun durchgeknallt? Durchgeknallt bedeutet Folgendes. Achso, da rannte ich hier gerade rum, weil ich hier im Auto sitze. Und die Tante ist gerade weggegangen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe wahrscheinlich gesagt, der macht da im Auto, da macht er da irgendwas. So. Und der wartet hier, dass die wegrennen und dann klaut er die Schilder oder so. Keine Ahnung, was bei denen so in den Köpfen vorgeht. Und ich will auch nicht wissen, was hier schon alles so passiert ist. Dass die Leute über den Zaun geklettert sind oder so. Ne? Egal. So. Ja. Naja, oder er checkt jetzt halt nochmal die Situation ab. Die Parkplatzsituation fängt den ganzen Dampfer, die ja gleich in Kürze hier in Massen einströmen werden für das Dampfergrillen 2015 in Las Vegas. Bei dem ihr jetzt quasi live dabei seid. Ja, es ist noch hell. Es geht erst im Dunkeln los, weil ein bisschen schämen die Amerikaner sich natürlich auch für ihre Sucht. Ne? Das ist klar. Ne? Außer für ihre Spielsucht. Dafür gibt es die Casinos. Da sind die hemmungslos. Ne? Uiuiui. So. Also, wir halten fest, die vernünftigen Dampfer, die normalen Dampfer. Und die Dampfer, die ich mit meinen Videos eigentlich immer anspreche und auch zukünftig ansprechen werde, die treiben sich in meinem Forum rum und schauen wahrscheinlich auch meinen Channel. Ein Teil davon. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Teil, das sage ich mal 5% aller Dampfer in Deutschland. Es wird ja mal gesagt, es gibt 2 Millionen Dampfer. Ich glaube, wenn wir 20.000 Dampfer zusammenkriegen oder sagen wir 50.000 Dampfer, dann ist das schon viel. Es hat ja diese große Unterschriftenaktion gegen die EU-Tabakprodukte-Richtlinie hat ja gezeigt, dass es nicht viele Dampfer in Deutschland gibt. Und die Dampfer natürlich, die Dampffaschisten und die Dampfbekloppten und die Dampffetischisten, die haben das darauf zurückgeführt, von wegen, es wurden nicht genug Meinungen gemacht und die Leute interessieren sich dafür nicht. Nein, die wissen schon, was Sache ist. Die wissen schon, was Sache ist, bloß die unterstützen das, was Brüssel fordert, was ich jetzt auch mittlerweile unterstütze, was ich gut finde. So, und ich glaube, ich kriege hier gleich Ärger, der guckt schon wieder. Warum hängen sie hier rum, so wie in diesem Solarkraftwerk? Ne? Ja, aber steht ja noch nicht hier irgendwie, hier darf man nur eine Stunde parken und keine Videos machen im Auto. Und wenn, dann lüge ich den einfach an, wenn er dann ankommt, sage ich einfach, ich erzähle was über die History von Las Vegas. Und das veröffentliche ich bei YouTube. Man muss ja auch mal lügen. Ne? Man muss dem ja nicht erzählen, dass hier gleich das große Dampfergrillen stattfindet. Aber weiß mal dampfen.
Ja. Oder der denkt, ich kiffe. Oder der denkt, ich kiffe hier. Man lass ihn denken, was er will, das ist ein freies Land. Ich bin bundesdeutscher Bürger. Ich genieße hier Asyl sozusagen. Ali-Asyl. So. Und wo war ich stehen geblieben? Bei den 5% der Dampfer? Ja, genau. Und dann gibt es noch die anderen, die 95%. Nee, der Menge der Dampfer. Genau, es wird ja gesagt, 2 Millionen Dampfer gibt das nicht. Und hier, Philgood hat mal gesagt, die Presse reduziert das so aus AstroTurfs und alles, was so gemacht wird, ist eine Person, die sich da multipliziert. Was ein hohler, dummer, hirnverbrannter Bock ist. Auch als Sandra, der auch als Sandra verkleidet, gerne mal scheinbar im Internet unterwegs ist und mindestens genauso einen Unsinn faselt und postet. Egal. Ja. Also nehmen wir mal an, es gibt 50.000 Dampfer und von den 50.000 Dampfern sind 45.000 Bekloppte. Mit Sicherheit ist das so. Und 5.000 Normale. Na gut, in meinem Channel habe ich jetzt, davon gucken natürlich alle nicht meinen Channel, also sagen wir mal 50.000 oder 100.000 Dampfer gibt es oder Leute, die es mal ausprobiert haben und den Dampfstängel weggeschmissen haben, weil sie festgestellt haben, das ist scheiße. Da kommen noch neue Süchte hinzu, weil sie schlau sind. Es gibt ja Nikotinsüchtige, die sind ein bisschen clever. Und es gibt Nikotinsüchtige, die sind doof. Und diese doofen Nikotinsüchtigen, die treiben sich natürlich immer bei YouTube rum, weil sie natürlich gleichgesinnte Doofe suchen. Logisch, ne? Weil da stellt man sich natürlich die Frage, bin ich der Einzige, der so dämlich ist, oder gibt es auch noch andere Dämliche? Ne? Oder gibt es natürlich mehrere? Zum Beispiel. So, ich nenne ihn mal Asia. oder so einen anderen. Mach ein paar kräftige Züge, dann kannst du gut kacken. In einer Waschküche, in so einer schmierigen, mit 100%igem Nikotin rumtüdelt. Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen soll. Bei den Peanuts war doch so einer, wo die ganzen Fliegen hinterher rennen, ne? Ich weiß es nicht. Egal. Und dann gibt es natürlich noch den, der super nett ist, der bei allen sympathisch sein will, aber auch ein ganz böser Mann ist. Und ja. Geschäftstüchtig, ne? Da hat er dann für sich auch entdeckt, das Dampfen, ey super, da kann man die Leute mit ordentlich abziehen. Das spült richtig Kohle in die Kasse. Und das darf man natürlich nicht verbieten, weil Einnahmequellen sind immer schlecht. Ne? Also Geld ist immer was Feines, ne? Wir wissen es. Deswegen bin ich auch in Vegas. Geld ist immer was Feines. Ne? Aber auf ehrliche Art verdient. So. Und auf ehrliche Art verballert. Das muss man ja auch mal machen. Ne? Aber nicht für Dampfen, Freunde. Gebt das Geld nicht für Dampfen aus. Schenkt es eurer Freundin oder kauft euch was Schönes dafür. Aber keine Dampfsachen. So, und von diesen ganzen, von diesen 95%, ich sage jetzt einfach mal, oder 90%, wäre ja auch wär schlimm genug. Aber so sieht's ja aus. Von diesen Typen sind 80% Händler oder mit Händlern in irgendeiner Art und Weise verbandelt, Tendenz steigend, weil jeder Hobby-YouTuber wird ja mittlerweile jetzt auch schon Händler, weil er merkt, was da für Gewinnspannen, wie man die Süchtigen abzocken kann, was da für Gewinnspannen locken. Und dann gehen die Leute natürlich über Leichen. Ne? Und dann sagen sie, okay, ich war eigentlich nie dafür, ich mache da jetzt trotzdem mit und scheiß die Leute an. So richtig, weil ich damit richtig gut Geld verdienen kann. Ne? Und bei Geld hört die Moral ja bekanntlich auf und die ethischen Grundsätze, die man so hat. Und okay, 95% sagen wir mal Bekloppte. Von den 95% sind 80% YouTuber, die natürlich auch mit den Händlern zusammen an ihrem YouTuben partizipieren, indem sie natürlich Geräte, ja, diese, ich nenne ihn mal Asia, ne, die Geräte im Akkord abarbeiten, 5 Minuten, 10 Minuten Videos, hinschlunzen den Scheiß. Ne? Nicht so aufwendig wie meine Videos. Und ja, und dann die Geräte nachher bei Facebook oder irgendwelchen Dampfauktionen verticken, um so ihre absahnen zu können. Das heißt also, 80% aller Dampfer sind Absahner, ne? Und bei YouTuber auch. Also es gibt ganz, ganz wenig Dampftuber, die nicht absahen. Also die nicht massiv absahen und an diesem ganzen Irrsinn partizipieren. Ne? Und an diesen ganzen armen Schweinen, die ihren Content gucken. Ne? So, und dann bleiben natürlich noch, ich sagte ja so ungefähr 80%, sind, würde ich noch nicht mal als Dampfer, okay, die sind süchtig, aber ja, das ist so wie mit der Beschaffungskriminalität. Ne? Es gibt ja normale Süchtige, die gehen arbeiten und kaufen sich ihren Softstoff und dann gibt es natürlich die Hardcore-Süchtigen, die das absolut nicht mal unter Kontrolle haben. Die müssen dann natürlich in dieses ethisch-kriminelle Menü, dieses ethisch-faschistische Menü abgleiten, diese 80%, um ihre Suchtbefriedigung und auch sonstige Befriedigung und wahrscheinlich auch noch ein bisschen sowas
Ich habe keine Ahnung, weil die alle bekloppt sind. Zu betreiben. Katastrophe, ey, Katastrophe. Und dann bleiben natürlich noch, ihr wisst es, 95 zu 80, dann bleiben noch 15% übrig. Was sind diese 15%? Ja, das sind die Leute, die man meldet. Also die 15% bezahlen alle anderen. Und das sind nachher die Hardcore-Süchtigen und die werden richtig. Und das sind meine besten Fans. Also das sind meine besten Fanboys, weil das sind die Hater. Diese 15%, das sind die Fraktion, die mich hasst für alles, was ich mache. Weil ich einfach die Wahrheit sage oder so sage, wie ich es denke. Und sie erahnen wahrscheinlich und sie wissen es auch, dass ich recht habe mit dem, was ich sage. Also vielleicht übertreibe ich hin und wieder ein bisschen, aber grundsätzlich habe ich natürlich recht. Und diese Typen, die ja so... wo ich sagen würde, die Leute haben es hinter sich und auch die Dampftüber gehören dann natürlich eigentlich auch noch mit da rein. Die halten sich dann natürlich so ein bisschen bedeckt. Und das sind für mich die richtig armen Schweine. Weil die Leute sind... Die Leute machen ihr gesamtes soziales Gefüge kaputt mit dem Dampfen. Sprich, die beschäftigen sich den ganzen Tag nur noch mit dem Unsern, nur noch mit so einem Scheiß. Ne? Liquid reinkippen, dampfen ist okay. Ab und zu mal Akku aufladen, vom Aufwand her würde ich sagen, auch okay. Und vielleicht mal Warte wechseln in die 5 oder 10 Minuten, ist auch okay. Aber diese 15%, das sind die armen Schweine, die sich den ganzen Tag rund um die Uhr nur noch mit dem Dampfen beschäftigen, also so reingerutscht sind. Und die das Dampfen, also die Befriedigung der Sucht, schon als Hobby für sich deklariert haben. Das, ja, also jeder Heroinsüchtige, den man fragt, wird man auch sagen, seine Spritze, sein Spritzen und sein Heroinkonsum ist sein Hobby, weil er sich nur noch mit dem Scheiß beschäftigen muss, weil er eben hochgradig süchtig ist. Also ein Heroinsüchtiger und ein Dampfer, so viele Unterschiede gibt es da gar nicht. Ne? Also ein Dampfer mit einem Heroinsüchtigen würde ich schon fast auf eine Stufe stellen. Jetzt werden viele sagen, ja, dass der Vergleich ein wenig hinkt. Okay, mag sein. Aber grundsätzlich sehe ich das so. Wie sieht das aus hier, die Dampfergrill-Situation? Ja, ein paar Autos fahren hier gerade schon rauf. Ich glaube, die ersten Dampfer kommen. So, das war die Geschichte. Dann gibt es natürlich, also soziales Ausgrenzen. Das geht natürlich so weit, dass auch ganz bekannte YouTuber... Entscheidungen leben, weil die Frau gesagt hat, die Dampfe oder ich. Und da hat der Dampfer gesagt, da hat er seine Frau angeguckt und hat gesagt, ach, alter Bruder, das ist doch viel geiler als das. Ich, die Dampfe, tschüss. Ja, und dann ist die Alte abgehauen, hat die Scheidung eingereicht, Kinder mitgenommen und der Dampfer lebt alleine und davon gibt es ganz viele. Mittlerweile gibt es da ganz viele Beispiele. Gerade bei den YouTubern ist das ja ganz extrem, weil die sind ja richtig durchgeknallt. Ne? Und das sieht man auch, dass die durchgeknallt sind. Ne? Mit eigenen T-Shirts rennen die da rum. Die haben ihr eigenes Markenzeichen schon für sich entwickelt. Ja, ich auch mit meinem Perle-TV. Aber mein Channel ist ja nun offen für alles. Und auch für die Bekloppten. Ne? Und die definieren sich nur über das Dampfen. Wenn es das Dampfen nicht mehr gibt, dann bricht für die eine Welt zusammen. Ne? Deswegen kämpfen die natürlich auch wie die Berserker, dass es das Dampfen weiter gibt, weil die natürlich auch davon profitieren. Also sie kriegen Geräte umsonst, können die wieder verticken, so kommt wieder Geld in die Kasse und so ist das eine runde Geschichte. Ne? Und sie, vor allen Dingen, sie haben natürlich in ihrer Freizeit ein bisschen was um die Ohren. Ne? Das ist ja auch wichtig für Leute, die gar nichts haben, dass sie zumindest irgendwie eine Aufgabe im Leben haben. Und wenn es darum geht, Dampfern das Dampfen zu erklären oder Heroinsüchtigen das in die Spritze in die Vene ballern zu erklären oder das Aufkochen vom Heroin oder das Crack rauchen oder ich weiß nicht, was die noch so machen. Aber das sind so Sachen, die können sie nicht bei YouTube machen, weil es verboten ist. Das machen sie vielleicht irgendwie anders. Im Untergrund, ich weiß es nicht. Also die Sozialen, läuft das Video noch? Ja, ich mach mal aus und wieder an. Also sozial grenzen sich diese Leute komplett aus. Sprich, viele Ehen sind schon am Dampfen gescheitert. Und das soll man mal, das ist schon bezeichnend. Und das ist bezeichnend fürs Dampfen. Und dann kommt natürlich noch dazu, viele nennen es verharmlosend HBV. Der Haben-Wollen-Virus. Nee, der Haben-Wollen-Virus, das ist im Grunde genommen ist es eine falsche Bezeichnung. Es ist einfach eine Kaufsucht, die sich entwickelt. Also eine neue Sucht. Ja, okay, Dampfer. Erzähl mal einem Dampfer, dass er süchtig ist. Ja, dann weht er natürlich erstmal ab und sagt, ich bin nicht süchtig. Ja, erzähl mal einem Heroinsüchtigen oder jemand mit einer anderen Sucht, eine Alkoholsucht zum Beispiel, du bist Alkoholiker, als Beispiel jetzt, du bist doch Alkoholiker, dann wird er das verneinen. Da wird er nicht sagen, ja, ich bin Alkoholiker. Ne? Also dieses sich umdrehen, also die Sucht zu ignorieren,
Das ist, oder die Sucht für sich zu akzeptieren, ist das Allerschwerste, was einem Süchtigen passieren kann. Und es ist der erste Schritt, um die Sucht irgendwann mal zu überwinden. So, und wo bin ich jetzt hergekommen? Ja, Kaufsucht, genau. Diese HBV ist nichts anderes als eine neue Sucht und die nennt sich Kaufsucht. Das heißt, Leute, gerade die süchtigen Dampfer, die natürlich auch eine Bestätigung brauchen oder ja, sich Anerkennung wünschen oder irgendwie wahrgenommen zu werden, die operieren natürlich bei Facebook. Wir alle wissen, in Facebook gibt es keine einzige Gruppe, die nicht kommerzialisiert ist. Das sind alles kommerzialisierte Gruppen. Ich habe es ja in Kiel gesehen. Ich war ja in dieser Kieler. Und die haben ja auch ganz schwere Geschütze aufgefahren, die Burschen. Und obwohl ich da nur 4 Wochen in dieser Gruppe war und dann um meine Löschung gebeten habe, habe ich da so viel von denen gelernt, wie diese ganze Küngelei mit den Händlern funktioniert und wie die Leute da bei der Stange gehalten werden. Schönen Gruß an alle Kieler Dampfer, ihr lasst euch da. Ich finde das so geil, dass Menschen so dumm sein können. Deswegen, das ist eben das Schöne, diese Händler setzen im Grunde genommen auf die Dummheit der Leute und jeden Morgen stehen Millionen Doofe auf. Also es gibt nicht mehr so viel schlaue Menschen und schon noch viel weniger schlaue Dampfer. So, also die Leute kaufen sich die Geräte, um mitreden zu können. Da haben sie ein neues Gerät und dann müssen sie das vorstellen und dann bei YouTube zum Beispiel müssen Sie es vorstellen. Das ist das 50.000-fachste Gerät, was identisch ist zu 50.000 anderen Geräten. Aber es ist ein neues Gerät, weil es da auch eine Bohrung hat oder da ist ein Glas oder da ist irgendwie ein Designmerkmal oder da drippt der Preis an die Lippe auf oder irgendwie ganz toll, ein ganz tolles neues Feature oder es macht Geräusche beim Ziehen oder irgendwie so ein Scheiß. Und deswegen werden die Sachen gekauft. Das finden sie nicht interessant, weil sie brauchen es nicht, weil sie die ganze Bude schon voll mit Müll haben. Nein, sie kaufen es, um in ihren sozialen Netzwerken einen gewissen Stellenwert zu erreichen. Sie erkaufen sich einen gewissen sozialen Stellenwert in ihrem kleinen Suchtuniversum. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute dann anfangen durchzudrehen und Geld auszugeben, was sie unter Umständen gar nicht haben. Und dass sie sich jede Menge Verdampfer kaufen und die ganze Bude mit Verdampfern und Akkuträgern voll haben. Man hat nur eine Fresse. Und mit so einem Set hier, mit so einem, ihr wisst es selbst, das ist immer noch mein erster GS, den habe ich jetzt schon 1,5 Jahre im Einsatz. Ja, also wenn ich den weiter so pflege und normal benutze, dann wird er 30 Jahre alt. Ne? Da braucht, im Grunde genommen, habe ich auch zu viel. Ne? Aber ich habe zum Beispiel so ein paar Sets, auch hiervon habe ich ja noch ein Reserveset, dann habe ich noch den GT und. Falls es wirklich ganz schlimm kommt, dass ich dann ein bisschen was auf Halde liegen habe, um über die Runden zu kommen mit meiner Sucht. Ich weiß ja noch nicht, wie lange ich meiner Sucht noch frönen werde. Ne? Noch fröne ich meiner Sucht. Und solange ich das noch im Griff habe, oder meine es im Griff zu haben, ist alles gut. Aber diese Leute, die sich Akkuträger kaufen für 300 Euro oder 400 Euro, die haben für mich einen absoluten Knall. Ne? Die geben Geld für Sucht aus. Ich kenne keinen Heroinsüchtigen, der sich eine Spritze aus purem Gold gekauft hat oder sowas. Oder irgendeinen Scheiß, irgendwas was, oder einen Löffel aus purem Gold, wo er dann so ein Heroin aufkochen kann. Das gibt's nirgends. Aber bei den Dampfern gibt's das. Ne? Bei den Dampfern gibt's das. Summa summarum, um jetzt mal den Kreis zu schließen. Die Dampfer sind eigentlich alle hochgradig arme Schweine. Arme Menschen. Hinzu kommt auch noch, dass sie eben, wie gesagt, in so eine faschistoide Richtung gehen. Also durchdrehen, wenn ein Nichtsüchtiger denen irgendwas sagt. Oder der Vogel hört sich an wie bei Enterprise, dieses Geräusch. Hört ihr das? Geil, oder? Wie dieses Peilgeräusch von der Enterprise. Ne? Jetzt weiß ich auch, wie sie das Peilgeräusch gemacht haben. Das haben die bestimmt von dem Vogel entnommen. Geil, ne? Na egal. Da haben sie den Vogel genommen, diese Gattung. Und die mussten dann da immer, mit dem Mikro, da mussten dann da mal reinschnattern, ne? Damit die Enterprise ihr Peilgeräusch hat, da ihr Bing, 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 Bing. Na, ihr wisst schon, Enterprise-Geräusche. 100%ig original, ne? Geil. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen unaufmerksam. Und der Security-Bagger denkt, was macht der hier? Egal. Der Dampfergrillen, 2015 Las Vegas.
Und das muss alles beendet werden, der ganze Kram. Es muss beendet werden. Weil es kann nicht angehen, dass ein Großteil aller Dampfer durchgeknallt sind und leiden. Sie wissen selbst, dass sie leiden, aber sie wollen es natürlich nicht wahrhaben. Und das geht dann in so eine faschistoide Schiene. Ne? Alles, was jeder, der zum Beispiel sagt, ich finde die Tabak oder ein Verbot, ein Komplettverbot des Dampfens, finde ich gut aus den und den und den Gründen, muss ja auch nicht stimmen oder muss ja nicht von jedem getragen werden, ist dann automatisch Staatsfeind und muss bekämpft werden und muss vernichtet werden. Am besten, ne? Im Konzentrationslager. Also wenn die Dampfer die Macht hätten in Deutschland, die würden Konzentrationslager einrichten. Ich wette mit euch. Und es wäre ein totalitäres, faschistoides System, wenn die Dampfer was zu sagen hätten. Und es ist ganz gut, dass die Dampfer sich nur mit ihrer Sucht beschäftigen und versuchen möglichst an jeden abzuzocken, den man abzocken kann. Also Dampfer sind einfach nur arme Süchtige und Abzocker. Reduzieren wir es mal darauf. Und auch noch hochgradig doof. Das kommt noch dazu. Ja, was lernen wir daraus? Was kann man dagegen tun? Die Regierung muss das Dampfen verbieten. Ich bin kein Freund, ihr wisst es, ich bin kein Freund von Regulierung. Aber wenn eine gesamte Gesellschaft oder wenn ein gesamter Suchtbereich in einer Gesellschaft außer Kontrolle gerät und Menschen derart deformiert, wie es da passiert. Ihr seht es in Facebook-Gruppen, was da für Irre rumlaufen, was da für Faschisten rumlaufen in diesen Gruppen. Klar, weil die haben natürlich ganz spezielle Interessen, die wollen verkaufen, weil da immer Händler hinterstecken. Es gibt keine Facebook-Gruppe ohne einen Händler. Es wird immer ganz gezielt in irgendeine Richtung. Sie versuchen es geschickt zu machen, aber letztendlich entlarven sie sich selbst. Und ich hoffe, der Hintergrund ist nicht zu hell. Und man muss es verbieten vom Gesetzgeber her. Ein Totalverbot wäre gar nicht, würde ich mittlerweile gar nicht mehr schlecht finden. Ich bin eigentlich kein Freund von Verboten. Normalerweise denke ich immer so, auf der Intelligenzebene muss man sowas lösen können. Aber es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Das haben vielleicht auch die in Brüssel eingesehen. Vielleicht gab es da Berater, die gesagt haben, guck dir die Szene an, die da abgeht in Deutschland, wo auch immer, die Dampferszene in Europa. Guck dir an, was da für Bekloppte rumlaufen, was da für eine Abzocke mit den Kunden betrieben wird, was das Liquid angeht, was die Hardware angeht. Hinzu kommt auch noch Sub-Ohm, brandgefährlich, die Leute sprengen sich alle in die Luft oder werden sich wahrscheinlich alle bald in die Luft sprengen, geht immer tiefer runter, die Leute wissen nicht mehr, was sie tun, es wird immer komplizierter, anstatt immer einfacher, wird es immer komplizierter. Oder jetzt fängt es an mit Stacking, Obi ist ein gutes Beispiel, dann hat er jetzt Stacking, also Hochvoltdampfen erklärt, also Sub-Ohm und Hochvoltdampfen ist ein klares No-Go, wer sich mit sowas beschäftigt, ist als Dampfer ein Niemand, weil er einfach andere Leute in Gefahr bringt. Er kann natürlich gerne alles erklären, er kann auf alle Gefahren hinweisen, was er ja auch tun muss, weil sonst wird er sorry. Aber alleine, oder der kurzatmige Dicke, der sowieso schon so schlecht Luft kriegt, in der Waschküche da unten auf seiner Waschmaschine, mit dem Küchenquirl da mit seinem 100%igen Nikotin da rumquirlen, das sind so Leute, die müssen einfach vor sich selbst geschützt werden. Und es muss auch verboten werden, dass solche Videos publiziert werden. Also ein Komplettverbot mit Werbung und mit allem gehört da einfach zu, weil die Dampfer und die Dampftuber haben einen ganz großen Einfluss auf die Leute, die dampfen. Und diesen Einfluss mache ich jetzt auch geltend, indem ich einfach sage, Dampfen gehört verboten und Leute, fangt nicht das Dampfen an. Seid ihr Raucher, raucht weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen, raucht weiter. Raucht eure Zigarette, drückt die Zigarette aus. Dann habt ihr zwar ein bisschen Atemnot, riecht vielleicht nicht so gut, das stinkt alles, die Bude wird gelb. Okay, aber ihr beschäftigt euch nicht länger mit der Suchtbefriedigung, wie die Kippe lang ist. Beim Dampfen, wenn ihr Dampfer seid, müsst ihr aufpassen. Weil dann kommt man nämlich vom 100. ganz schnell vom 100. ins 1000. Wenn ihr verheiratet seid, kann die Ehe dabei kaputt gehen, weil ihr das Dampfen als Hobby für euch entdeckt. Hobby. Also den ganzen Tag nur noch mit so einem Dreck beschäftigt. Fahrt zu Dampfer grillen. Fahrt auf Dampfer messen. Mann, fahrt auch auf Erotik messen, guckt euch da nackte Weiber an und fotografiert den Weibern da in die. Ne? Ist doch scheißegal, da irgendwie Porno messen oder so. Ne? Aber doch nicht dampfen. Hey Leute, nicht dampfen, dampfen ist doch scheiße. Ne? Das geht nicht. Dampfen ist scheiße, ne? Aus den von mir genannten Gründen, weil das läuft in eine Richtung. Wir befinden uns mittlerweile auf einem Pfad, den wir betreten haben, der ins Aus führt. Und ich finde, vielleicht ist es auch ganz gut so, je schlimmer die ganze Situation ist, desto eher ist die Bundesregierung geneigt, das Ganze so extrem einzuschränken und so hart umzusetzen, dass es quasi zu einem Totalverbot kommt. Und ich würde es nicht schlecht finden. Ja, ich weiß,
Ich bin ein Verräter, aber es hat nichts mit Verräter zu tun. Ich habe einfach mal meine Birne angemacht, das Ganze ein bisschen analysiert, reflektiert. Ich sehe, in welche Richtung das geht. Suboben, die Leute werden sich irgendwann alle in die Luft sprengen oder bis es die ersten Toten gibt. Dampfen soll Spaß machen und es muss gesund, also gesundheitlich unbedenklich sein. Relativ unbedenklich, weil das Dampfen an sich ist sicherlich gesundheitlich. Also es fördert die Gesundheit nicht. Ne? Es bringt einen genauso um wie eine Zigarette. Ne? Diese Substanz in die Lunge zu orgeln, das ist nicht in Ordnung. Aber es ist immer noch besser als eine Zigarette. Aber generell würde ich heute einem Um- oder Einsteiger nicht mehr zu Dampfen raten, weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass er sich auf einen Pfad begibt, der ihn irgendwann verletzt, schwer verletzt unter Umständen oder sogar tötet. Und das kann nicht Sinn und Ziel sein eines alternativen Produktes, was vermeintlich gesund ist, dass es einen verletzt, schwer verletzt oder unter Umständen sogar töten könnte. Und dann kann man auch bei der Zigarette bleiben. Und dieser Pfad ist ganz schnell eingeschlagen. Und die normale Nikotinsucht wird dann zu einer Sucht, wo ich fast sagen würde, dass es mit einer Heroinsucht oder Crack-Rauchern durchaus vergleichbar ist. Außer, dass man da natürlich körperlich nicht so abbaut. Aber das Suchtpotenzial, also der Wechsel von der Zigarette, von der einfachen Nikotinsucht zum Dampfen, bedeutet automatisch, dass neue Süchte hinzukommen. Oh, geil, macht Ihnen ein Nickerchen in Ihrem Auto, ich will das sterben, das ist warm hier, boah. Und naja, die ruht sich jetzt aus fürs Dampfergrillen 2015, das sehe ich jetzt hier vorne. Und denke mal, das muss einfach verboten werden oder massiv eingeschränkt werden. Ne? So schade ich das persönlich auch finde. Aber meine Vernunft sagt mir, das ist das Beste für die Menschen. Ne? Für die ganzen Dampftuber. Da brauchen sich keine T-Shirts mehr bedrucken. Wir sind die Guten oder Dampfsofa oder ich weiß, ihr wisst es ja alle selbst, die ganzen Hirnis da, wo ich sag, die haben nicht mal alle Latten am Zaun. Ne? Beschäftigen sie sich nur mit Schrott, ne? Mann, oh Mann. Aber sollte sich mit Schrott beschäftigen, solange sie es noch können. Die Einführung oder die Reglementierung werden vielleicht sogar schon dieses Jahr kommen. Ich habe damit ja schon längst gerechnet, aber leider ein bisschen spät, aber lieber spät als nie. Also von daher ganz in Ordnung. Soll wohl im November diesen Jahres losgehen. Habe ich so verlauten hören. Und das soll wohl ganz schön heftig werden, was da wohl auf dem Tisch liegt. Wenn das dann stimmt, was ich da gesehen habe. Aber das hat mich natürlich sehr, sehr erfreut. Ne? Es wird eine ganze Menge Raucher vor großem Leid bewahren. Ne? Vor Scheidungskriegen, vor sozialer Ausgrenzung. Und dann dieser Kreislauf, diese Spirale, das wird ja immer extremer. Und das muss verhindert werden. Oh, Dampfer hat einen Unfall. Hört ihr das? Ja. Da ist wahrscheinlich ein Dampfer auf dem Weg jetzt zum Dampfergrillen 2015 verunglückt, weil er in seinem Auto so genebelt hat. Ja, ein Dampfer. Weil er in seinem Auto so genebelt hat, dass er nicht mehr rausgucken konnte. Ja, Subum-Dampfer war das, ne? So. So, meine lieben Freunde, ich melde mich hier jetzt ab. Jetzt habe ich wieder abgelästert. Ne? Also das sind so meine Hintergründe. Ne? Das war, ich finde, wenn man bei so einem Dampfergrillen 2015 ist in Las Vegas, wo ich ja schon ein Jahr darauf gewartet habe, dass das jetzt gleich losgeht. Wie spät ist das? Ja, eine Stunde geht hier die Post ab. Die Rockband soll hier auch noch kommen. Dann ist das schon entscheidend und wichtig, ne? Dass ich diese Worte finde, auch um euch darauf vorzubereiten, was kommen wird. Und dass ich es gar nicht schlecht finde. Gar nicht schlecht finde, dass es kommen wird. Und es kann gar nicht schlimm genug kommen. Ne? Damit tut die Bundesregierung jedem Dampfer einen riesen Gefallen. Und die ganzen Händler sollen pleite gehen. Scheißegal. Händler braucht kein Mensch. Ne? Und diese ganzen Händler, Handlanger, also diese ganzen Dealer sozusagen noch, diese Straßendealer, die man ja YouTuber nennen kann, die wird es dann auch nicht mehr geben. Das ist dann ganz in Ordnung so. Also, viel Spaß. Dampft normal. Übertreibt es nicht. Habt eure Süchte unter Kontrolle. Und wenn ihr auch eine Ansatzweise
von eurer Frau oder Freundin hört, sag mal, musst du dich immer mit diesem Dampfscheiß beschäftigen, dann solltet ihr nachdenken. Dann ist das nämlich schon der erste Schritt zur Scheidung. Ne? Und gebt nicht zu viel Geld für so einen Unsinn aus. Man braucht nicht viel. Ein paar Sachen gut ausgesucht, in China bestellt, passt das schon. Somit hält sich das finanziell auch in Grenzen und ruiniert eigentlich. So. Peace. Viel Spaß beim Dampfen. Und bis zum Dampfergrillen 2016 in Las Vegas.